Fritz war also weicher zu fliegen. Die machte, wenn man da Kurven flog, da riss die Strömung nicht an der Seite ab, wie bei der Gradlinigkeit der Emil. Hier, die war ja gerade, die Emil, und dann gab es leichter Kondens an den Rändern. Bei der Fritz war das nicht so der Fall. Das nur bei erhöhter Geschwindigkeit. Also erhöht sagt man dann wahrscheinlich bei 500 oder 600 km/h. Aber das war ja schon halbwegs Sturzflug, wo man dann die Geschwindigkeit drauf brachte. Im Grunde waren alle Maschinen so über die 400. Die Emil mit 420, die Fritz vielleicht 460. Wir am Eismeer bekamen nur die Flugzeuge, die von den anderen abgelegt wurden. Die wurden in Deutschland zum Beispiel in Erlerwerke oder sonst wo überholt, general überholt, und dann bekamen wir die ans Eismeer. Diese Maschine ist typisch, sie hat einen verlängerten Ansaugstutzen, dass sie in Afrika geflogen wurde. Die brauchten diese längere Filter wegen den Sandstürmen, die da häufig auftraten. Wir am Eismeer hatten diese Nachteile nicht. Wir hatten dafür mehr Kälte einzutreiben im Herbst und Winter gegenüber den Afrikanern, die sich wohl in die Sonne legen konnten.